Jo Leute, willkommen zurück zu meinem Desktop. Da haben wir jetzt schon Zeit. Ein, zwei Wochen nicht mehr. Wir werden es wahrscheinlich jetzt öfter hier sehen. Ich werde ab und an mal so ein Audiolog, wie auch immer, machen. Man sieht jetzt hier wieder eine Menge. Übrigens, das hier ist kein gecracktes Spiel. Ich habe Fallout 1 als Original. Das ist so eine BAT-Datei. So eine Batch-Datei. Und zwar ist die dafür, dass ich das Spiel halt in 1024 starten kann, weil so eine Auflösung gab es damals noch nicht, die wird also nicht offiziell unterstützt. Und ja, mit den kleineren Auflösungen kommt zu Grafikfehlern bei Windows 7. Also worauf ich hinaus will, ich habe mir, wie ich gerade vor Stunden oder so bei Meatball angesprochen habe, heute Fallout New Vegas gekauft. Ich weiß, es ist schon eine Weile draußen, aber ja, ich hatte halt nicht das Geld dafür. Jetzt hatte ich das Geld noch übrig. Ist halt das letzte, was ich hatte an Geld, hab ich jetzt ausgegeben. Daher die Frage, wollt ihr jetzt ein Fallout New Vegas LP noch neben den ganz anderen Scheiß, den ich schon mache? Oder ja, wollt ihr, was wollt ihr denn? Was könnte man noch anbieten? Ja, Fallout 3 ist noch offen, das werde ich noch weitermachen. Ich würde nach StarCraft 2 weitermachen. Aber ja, kann ja sein, dass ihr Fallout New Vegas sehen wollt. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Es steht auf der Packung. Toll, 2010, das sagt mir jetzt sehr viel. Das ist vom letzten Jahr, das weiß ich. Aber es ist vielleicht, naja, es ist halt die Sache. Es hat, wie ich jetzt an mir gesehen habe, noch nicht jeder das Spiel. Und vielleicht wäre es ja für euch ganz interessant, das mal zu sehen. Ihr habt es vielleicht auch schon bei anderen Let's Playern gesehen, das haben wir ja schon 1000 Leute gemacht. Kann man denn direkt mal gucken, was man da so findet? Naja, aber falls ihr es von mir haben wollt, nee, Let's Play New Vegas. Zack, kommen hier direkt wieder welche 18.000 Aufrufe. So viel habe ich mit einem Video zusammen noch nicht mal. Aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Ja, also wenn ihr es wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar machen. Wenn nicht, dann werde ich es wahrscheinlich so oder so irgendwann anfangen, weil ich hab's halt jetzt neu und ich will es, wenn ich schon Let's Play blind mache. Ich finde, das ist ganz cool. Halt, wenn man so ein riesiges Spiel mal blind spielt, macht man eine Menge Fehler, Fails. Ja, freut sich halt noch drüber, was alles so passieren kann. Bei Fallout 3, da bin ich ja einfach so durchgegangen durchs Hauptspiel, weil ich alles schon kannte. Deshalb werde ich jetzt mit den Addons bald weitermachen. Wie gesagt, nach StarCraft 2 spätestens. Und ja, ich habe jetzt 5 Projekte offen, glaube ich. Die Woche will ich eh noch ein neues anfangen mit, also halt ein Together. Das werden dann mit Fallout 7 Sachen. Ich meine, mich stört es nicht, wenn ich mehr habe. Ihr habt dann halt mehr Abwechslung bei den ganzen Projekten, die hochkommen. Ihr könnt auch hier das Dawn of War 2 Addon, was ich mir gekauft habe, noch nebenbei als Let's Play machen, wobei ich nicht weiß, wie lange das ist oder sonst was. Ja. Keine Ahnung, also ich suche mir eh die Spiele raus zum Aufnehmen, auf die ich gerade Bock habe. Wenn mehr Auswahl ist, dann ist halt die Chance größer, dass auf was anderes ankommt, weil ich dann auf mehrere Sachen gleichzeitig Bock habe und mich für eins entscheiden muss oder so. Und dann nehme ich das, was länger nicht aufgenommen wurde. Was soll ich denn noch sagen? Ich war zu viele da? Ey. Ich vergesse das jedes Mal, wenn ich auf Aufnehmen drücke. Ja, ich habe gerade eine Menge aufgenommen. Kann man hier mal sehen. Das sind jetzt 57 GB, ne? Weil StarCraft und Meatball beides nicht so groß ist beim Aufnehmen. Aber interessant, man sieht auf zwei StarCraft-Bildern direkt den Ladescreen. Ja, gut, dann lasse ich das einfach mal. Ich lasse die Frage im Raum stehen: Wollt ihr ein Fallout New Vegas LP? Dann vielleicht könnt ihr mir auch eine Zeit sagen, wann ihr es wollt, sofort, später, irgendwie so. Mal schauen. Ja, ich entscheide es dann, denke ich mal, spätestens am Wochenende. Wenn bis dahin keiner geantwortet hat, muss ich selber entscheiden, wäre aber ziemlich schade. Aber die, Audiolog-Videos, die schaut sich meistens kein Schwein an. Keine Ahnung warum, ich finde sowas meistens interessanter, wenn man mal zwischendurch Abwechslung hat. Aber, okay, warum, ich pfeff's offen. Okay, ist mir jetzt scheißegal. Ja, wie kriege ich jetzt eigentlich Aufnahme aus? Wie habe ich das beim letzten Mal gemacht?
Fragen über Fragen. Ja, ist egal. Schreibt mir einen Kommentar. Schreibt es mir auf dem Channel oder so. Ach, da geht's aus, okay. Ja, und wir sehen uns dann mit den Parts, die hochgeladen werden, wieder. Meat Boy und StarCraft und so. Bye.